herzlich willkommen zum Kurier-Talk. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Heute dreht sich bei uns alles um die Schönheit. Wir mussten jetzt wirklich lange zu Hause bleiben. Schön langsam geht es wieder los und wir dürfen raus. Und da ist natürlich auch spannend, was man denn alles machen kann, um sich ein bisschen aufzuhübschen, aufzufrischen, welche Beauty-Tipps und Tricks und welche neuen Behandlungen es da gibt. Und da habe ich heute einen ganz besonderen Gast, eine wahre Beauty-Expertin, und zwar die Beauty-Ärztin Mitra Modaresi. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Mitra, dass ich dich kurz ein bisschen vorstelle. Du hast dich ja so quasi der ästhetischen Medizin verschrieben, hast 2 Ordinationen, eine in Basel, eine in Wien. Swiss Aesthetics heißt das. Und du kennst dich natürlich irrsinnig gut aus, was man denn alles machen kann, welche Tipps und Tricks, dass man hübsch und jung für lange ausschaut. Sag mal, Mitra, ganz ehrlich, weil man ja oft meint, es reichen ein paar Cremen oder eine gewisse Beauty-Routine in der Früh, dass man sagt, irgendein Peeling oder so. Aber wann, glaubst du eigentlich, sollte man damit anfangen? In welchem Alter ungefähr, dass man wirklich schon ein bisschen vorsorgt für die ersten Fältchen? Also nachdem ich mich nur auf nicht-invasive ästhetische Medizin spezialisiert habe, gibt es keine so richtige Altersklasse. Also man könnte schon in der Jugend anfangen mit Pflege im Gesicht, Körperbereich, schon zu Hause. Und später dann im pubertären Alter kann man dann gegen Akne vorgehen, gegen Vernarbungen, gegen trockene Haut. Und da müsste man schon zu einem Arzt oder Ärztin. Du gerade vorhin erklärt hast, nicht invasiv. Das bedeutet, es wird nicht geschnitten. Oder was heißt ja, nicht invasiv? Ja, es wird nicht geschnitten. Ich bin ja keine Chirurgin, ich mache keine chirurgischen Eingriffe. Alles ohne Skalpell. Das heißt, es gibt auch kleine Tricks, die man jetzt nach Corona-Zeit und nach Masken auftragen, auch zu Hause anwenden kann. Zum Beispiel, man kann morgens ein Morgenroutine einlegen, das Gesicht mit kaltem Wasser waschen, dann eine gute Tonik drauf geben, um die Poren zu öffnen, damit die Pflegestoffe rein können. Dann kann man eine gute Serum, Antioxidantien verwenden. Dafür brauche ich nur ein paar Tropfen und bin schon frisch und sehe gut aus für den Tag. Dann eine Tagescreme danach oder eine leichte Tagescreme für Sommermonate. Und abends vorm Schlafengehen würde ich das Ganze nochmal wiederholen, also mit kaltem Wasser waschen, abschminken natürlich. Und dann eine Serum oder wenn ich will, eine Peeling, eine Fruchtsäure-Peeling zu Hause auftragen, für ein paar Minuten dann abwaschen. Oder ich kann Retinol, Retin-A-Säure nehmen, im Wintermonaten, um für Sommer vorzubereiten. Und Retinol ist halt also eine Anti-Aging-Creme. Ist ein Produkt, das man sehr gerne bei Akne eingesetzt hat früher und jetzt auch in Anti-Aging-Medizin sehr im Kommen ist. Und stimmt es auch, tun, dass ich kurz unterbreche, aber weil wir von den verschiedenen Cremen und so sprechen, dass man nicht schmieren soll, sondern eher einklopfen, oder ist das eine mehr? Ich mache das so, dass ich bei Serien auch eine Gesichtsmassage dazu mache, weil ich erstens Gesichtsmassagen sehr gerne habe, die entspannen mich. Und zweitens ist es auch gut für den Lymphabfluss. Dadurch wird Lymphabfluss verstärkt und man sieht dann gleich sehr viel frischer und schöner aus und jugendlicher. Hast du vielleicht auch irgendeinen Tipp, weil wir jetzt mit der Frühling naht zwar, aber wir sind jetzt noch ein bisschen im Winter, es ist kalt oder oft auch Heizung, dann ist draußen kalt und dann kriegt man so eine trockene, faltige Haut und manchmal auch so Rötungen, was man da dagegen machen könnte? Ja, es gibt bestimmte Serien,
die für individuell eingesetzt werden. Wenn man zu Rötungen, Kyphorose neigt, braucht man etwas. Wenn man Pigmentflecken oder trockene Haut hat, braucht man etwas anderes. Üblicherweise kann man sagen, dass man auch Hyaluronsäure braucht, von außen, auch von innen. Also wenn man in einem Alter ist, wo man wirklich sehr faltige, trockene, schlaffe Haut bekommt, besonders auch bei trockener Luft und Heizungsluft, könnte man schon beginnen, zu einem Arzt zu gehen und sich ein bisschen Hyaluronsäure von innen spritzen lassen. Das heißt ein Skin Booster. Das ist auch in aller Munde jetzt. Nicht nur von außen, sondern von innen die Feuchtigkeit hineinbringen, um diesen Glow nicht zu verlieren. Das Jugendliche, das man hat im jungen Alter hat, nicht zu verlieren und wieder zu erlangen. Wenn jetzt zum Beispiel schon die Cremen oder so nicht mehr ganz so viel helfen, ich aber noch kein wirkliches Lifting machen möchte, gibt es da irgendeine Behandlungsmethode, um auch ein bisschen straffer oder konturierter im Gesicht zu werden? Es gibt natürlich non-invasive Maschinen, die ich auch einsetze in meinen Ordinationen. Und zwar sind die so darauf spezialisiert, dass man vielleicht mit Ultraschall oder Radiofrequenz arbeiten könnte. Ultraschall ist das Vorgehen so, dass fokussierte Ultraschall in bestimmte Schichten der Haut hineinkommt und zur Produktion der Kollagensynthese führt. Kollagen brauchen wir, um jung und frisch und straff auszusehen. Und auch Elastinfasern werden dadurch gebildet, weil es so heiß im Gewebe wird, dass diese Kollagene anfangen, sich zu bilden, um die Haut wieder schöner zu herstellen. Mhm. Und dadurch kommt es auch zu dieser Elastinfaserbildung, Kollagenfaserbildung, und dann wird man automatisch straffer und schöner. Da erspart man sich eigentlich einen chirurgischen Eingriff, wenn man früh beginnt. Früh heißt ab dem 30. Lebensjahr. Und wenn man so früh beginnt, dann braucht man vielleicht alle 2-3 Jahre diese Behandlung, um straff und schön zu bleiben. Wenn man älter ist als 50 oder 60 und damit beginnt, sollte man schon in 1-2 Jahren nochmal wiederholen. Also das ein bisschen gleich öfters machen. Schön, zu bleiben. Genau. Es wollen ja nicht nur wir Frauen schön sein, sondern auch die Männer. Also der Spruch, dass ein Mann schöner ist als ein Affe, ist Luxus, das gibt es ja schon lange nicht mehr, sondern die Männer wollen ja auch gut aussehen. Merkst du das auch in deiner Praxis? Kommen viele Männer, und wenn ja, welche Behandlungen machen die gerne? Männer scheuern sich zuerst, aber wenn sie da sind, sind sie schnell und entscheiden sich auch schnell für irgendeine Therapie. Meistens fängt es bei Zornesfaltenbehandlung an mit Botox. Das ist ganz schnell gemacht und sind zufrieden. Und das sind eigentlich nur so viele Businessmänner, die zu uns kommen und sagen, ja, ich will bei Gesprächen entspannter aussehen. Und jetzt hat das auch sehr viel mehr bei Männern zugenommen durch Corona, durch Homeoffice und Skypen und FaceTimen. Und diese Welt hat sich ja ein bisschen verändert. Und sie sehen sich auch im Screen und erschrecken sich manchmal und rufen sofort an und, ach, ich kann mich nicht sehen, bitte helfen Sie mir. Und es fängt immer bei Stirn an, Stirnfalten, Zornesfalte, Augenfalten. Und dann geht das halt weiter. Auch im Körperbereich sind Männer sehr im Kommen, auch beim Bauchwegspritzen oder mit Geräte einsetzbar. Mit Cool Sculpting kann man zum Beispiel Bauch- und Love Handles, die Hüften, ein bisschen modellieren, das Fett wegfrieren, und das ist auch ein tolles Gerät, das ich auch in beide Ordinationen habe. Da wird mit Kälte das Fett zerstört. Dort, genau dort eingesetzt, wo man wirklich nicht mit Sport und Diät helfen kann. Und deswegen kann man schön den Körper auch modellieren. Deswegen sind die Männer auch sehr dafür, dass sie nicht zum Fettabsaugung gehen brauchen. Und das ist in einer Stunde gemacht und fertig. Und man ist nicht ausgefallen, hat keine Ausfallszeit und kann die Sachen weiter
Vor allem tut es auch dann nicht weh, wenn man nicht herumschnippelt oder herumsaugt. Genau, und man ist wirklich sehr einsetzbar nachher. Ganz kurz zum Schluss noch, was ist denn eigentlich deine persönliche Beauty-Routine? Auf was kannst du persönlich nicht verzichten? Ich kann nicht verzichten auf eben diese Morgenroutine oder abends Retinol zu nehmen, Vitamin A-Säure zu nehmen oder auch Glykolsäure im Wintermonaten. Glykolsäure ist ein Alpha-Hydroxysäure, ist sehr natürlich hergestellt durch Pflanzen. Eigentlich sollte von Ananas und Rohrzucker hergestellt werden. Und das ist so, dass man täglich abends statt Abendcreme einen Monat lang Glykolsäure verwenden kann, damit die abgestorbenen Zellen abgetragen werden, die Poren verkleinert werden, die Pigmente abgeschwächt werden. Also wenn man wirklich zu Spots und Pigmenten neigt, ist das eine ganz tolle Geschichte. Und natürlich ab und zu mal ein bisschen Hyaluron, eine niedermolekulare Hyaluron zu spritzen unter die Haut, bringt auch sehr viel Feuchtigkeit und Glow. Ja, jetzt ist in alle Munde, dass man Glow nicht verlieren möchte und immer jugendlich und frisch aussehen möchte. Also alles, was nicht so viel ist, liebe ich und mache ich auch für mich. Also weniger ist immer mehr. Perfekte Schlussworte. Liebe Mitra, vielen, vielen Dank, dass du uns heute ein bisschen teilhaben hast lassen an den Tipps und Tricks Dank der Beauty-Branche. Danke dir sehr. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Danke. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen. Und wie immer das Allerwichtigste an dieser Stelle, nicht nur schön bleiben, sondern auch gesund.